Hallo Leute, heute ist der 15. Dezember 2020. Es ist Dienstag. Es ist 18.56 Uhr. Ja. Heute war Sonja da. Ich habe morgen einen Ohrenarzttermin, weil mir mein Gehör so weh tut und mein Hals von der Seitenschlange ging und mit Lohrentzündung. Und heute ist es etwas besser, jetzt im Moment gerade, aber es tut schon noch irrsinnig weh und tagsüber war es auch nicht besser und hat sehr weh getan. Und gerade wird es ein bisschen besser, aber ich weiß nicht warum. Und bin zwar froh drüber, aber wundere mich auch, weil heute war es den ganzen Tag nicht besser. Morgen kommt die Volkshilfe. Morgen werde ich nicht Haare waschen, weil meine Haare sind ziemlich trocken und ich finde sie etwas fettig, aber meine Mutter sagt, sie sind einfach trocken. Ich weiß nicht, sie fühlen sich komisch an und glänzen auch irgendwie komisch, aber sie sollen angeblich nicht fettig sein. Und morgen werde ich das Haar waschen lassen, weil ich nachher zum Ohrenarzt muss und weil kein Wasser in mein Ohr soll. Und das ist dann besser. Morgen kommt Daniel den ersten Tag Probearbeiten. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Ob wir was zu reden haben und so weiter. Und heute habe ich mit Christoph telefoniert. Nicht recht lang, nur 20 Minuten. Aber es hat ganz gut getan eigentlich. Und wir hatten nicht zu viel Spannendes auszutauschen, aber ich habe jetzt noch ein Gespräch vor Weihnachten mit ihm. Am 21. Dezember. Um 11 Uhr, glaube ich, ungefähr, oder um 16 Uhr, genau. Und da ist zwar Sonja da, aber da wird sie die Praktikantin verabschieden. Und da habe ich eine halbe Stunde, dass ich mit ihm rede. Und das werde ich nutzen. Und recht viel länger machen wir ihn nie. Und am Freitag telefoniere ich wieder mit Kerstin. Das tut mir auch recht gut. Über verschiedene Dinge reden, die mich aufregen oder die mich verwirren oder so. Wie jetzt das mit Corinna und so weiter. Ich möchte kein weiteres Wort darüber verlieren, aber es hat mich einfach irrsinnig aufgeregt, dass sie sich nochmal gemeldet hat und irrsinnig, verärgert und auch verwirrt, warum man das tut, wenn man so hinterlistig ist und so. Und warum man dann noch Kontakt will und so weiter. Aber da geht es wahrscheinlich um Weihnachtsgeschenke oder so. Ich weiß es nicht, ich kann nicht in den Kopf schauen. Und ich möchte auch nichts unterstellen. Ich wünsche ihr ein schönes Leben und damit halt sich's. Sonja ist der gleichen Meinung. Und ja, und da tut mir Kerstin und Christoph eigentlich schon immer gut.
Gedankenklarheit zu bekommen und über Probleme zu reden und so weiter. Auch wenn oft nicht viel so Gesprächsthemen entstehen oder so. Bei Christoph tut es dennoch gut, einen Gesprächspartner zu haben, mit dem man über alles reden kann. Und das ist einfach, ist nicht erleichternd und bringt mir total viel. Ja, das war's für heute. Heute Sonja und ich haben getratscht, Kaffee getrunken und hatten sehr viel Spaß. Und manchmal ist sie etwas anstrengend, weil sie zu lustig wird oder zu überdreht. Und dann so ihre Schauspielkünste zur Schau stellt und mich dann irgendwie so ein bisschen aus der Bahn wirft oder so. Aber das macht sie nicht aus böser Absicht oder so, sondern es ist einfach ihre Art. Und heute habe ich das nochmal angesprochen, dass das halt zu viel wird und dass sie sich ein bisschen zurücknehmen muss, wenn sie so überdreht ist und so. Aber ich verstehe mich mit ihr noch immer super. Ich hab sie echt gerne und sie ist wie eine Schwester für mich. Und ja, ich würde sie um nichts in der Welt mehr eintauschen. Einfach, Sonja ist die Beste. Sie macht alles für mich und das ist einfach, das zeigt Familie, das ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Ein Assistentin, der loyal und ehrlich zu einem steht und zu einem hält und ja, das ist einfach das Beste, was einem passieren kann, wenn man Assistenten sucht, dass man so jemanden findet. Und das habe ich mit Sonja. Und wer weiß, vielleicht passt Daniel da auch rein. Aber halt mit den 40 Stunden ist das ein bisschen problematisch. Aber mal schauen. Ja, das nächste Mal melde ich mich morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr bleibt gesund. Und gestern war 10 Tage vor Weihnachten. Sind es noch 9. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, wie gesagt, und habt euch lieb. Alles Gute. Eure Ines. Ciao. Bis zum nächsten Mal.